Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach News. Heute Klopapier-Virtuose Luke Mockridge. Luke Mockridge macht die Kick-Shit-Challenge. Comedian setzt sich für Charity-Projekt von Viva Con Aqua ein. Die Kick-Shit-Challenge greift weiter um sich. Als echter Klopapier-Virtuose zeigt sich jetzt auch Comedian Luke Mockridge. Und Luke Mockridge kann was an der Rolle. Nominiert von Sänger Sascha, schnappte sich der 29-Jährige mal eben die Rolle und beweist erstaunliche Fähigkeiten im Hochhalten. Eigentlich hasse er ja diese Challenge-Aktionen, aber in diesem Fall sei er gerne dabei. Denn die Kick-Shit-Challenge von der Non-Profit-Organisation Viva Con Aqua und Öko-Klopapierhersteller Goldmeier soll unter dem Motto Klopapier und Klos für alle darauf aufmerksam machen, dass über 2 Milliarden Menschen der Welt keinen gesicherten Zugang zu einer Toilette haben. Bei der Challenge geht es darum, eine Klopapierrolle möglichst lange mit den Füßen in der Luft zu halten, um dann 3 weitere Personen herauszufordern. Schon diverse Promis, darunter viele aktuelle und ehemalige Profifußballer, haben bereits an der Challenge teilgenommen. Unter anderem haben bereits Max Kruse, Kevin Kurani, Elton, Kai Pflaume und viele weitere ihr Können an der Rolle unter Beweis gestellt. Luke Mockridge fordert im Video übrigens BVB-Kicker Marcel Schmelzer, Sänger Clouseau und den Pop-Titan himself Dieter Bohlen heraus. Bislang hat allerdings noch keiner der Genannten auf die Challenge reagiert. Es wird also langsam Zeit, meine Herren. Nein! So, das war die Kickshit-Challenge für Viva Con Aqua. Eigentlich hasse ich diese Nominierungsdinger, aber Sascha hat mich nominiert und Viva Con Aqua ist dabei, deswegen nominiere ich jetzt Leute, die es noch besser können. Marcel Schmelzer, Klüsen, ich weiß, du spielst nicht gut Fußball, und Dieter Bohlen. Vielleicht kann er das in Didis Tagesschau einpacken. Viel Spaß!